Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Subsistence. Unten in der Leiste schon zu erkennen, unsere Pistole ist fertig. Ich werde auch dafür jetzt mal die Angel hier lassen. Ich würde auch unterwegs gerne ein Fundament machen. Also jetzt gerade, ich wollte euch ganz viele andere tolle Sachen erzählen, aber jetzt geht das schon wieder los. Ja. Ich habe jetzt hier die Nacht ein bisschen verbracht, wir haben genug Strom gehabt. Ich habe jetzt auch schon den Dietrich angestoßen, da ist er auch schon. Das heißt, wir wollen bestimmt als nächstes irgendwas Cooles wieder machen. Theoretisch, wir brauchen Metallschrott fürs Bett. Klare Kiste. Ich hätte gerne Sehnen für Seile für den Kleintierstall. Auch super wichtig, das ist mir irgendwie, ja, wichtig. Heizung. Ja, auch dafür brauchen wir Sehnen. Also wir brauchen wirklich Sehnen und Platinen. Weil ich würde, eine coolere Stromproduktion wäre auch nett, aber was kostet mich denn eine Platine? Ganz schön viel. Aber alles sind Sachen, die findet man, wenn man zur Tür rausgeht. Das ist so eine Sache in dem Spiel. Immer wenn man zur Tür rausgeht, hat man die Möglichkeit, coolen Scheiß zu finden. Also, let's go. Wir nehmen natürlich wieder ein bisschen Holz mit. Ist so, ne? Was ist denn? Oh, Erz. Ich werde jetzt natürlich auch wieder aktiv Erze mitnehmen, da wir jetzt endlich mal wieder eine Raffinerie stehen haben. Und für diese ganzen fortgeschrittenen Rezepte bräuchten wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen Erz. Selbstverständlich werden wir weiterhin Jäger erschießen, wenn wir welche sehen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Lass uns mal diese. Lass uns heute mal in die Richtung an Land schwimmen und. Lass uns mal Richtung großen Berg. Weil da hinten in der Ecke hatte ich Pumas mal gesehen gehabt. Bin ja immer an diesem Berg hier gewesen, aber ich glaube, da hinten ist das, wo ich mal einen Puma gesehen hatte. Alternativ wäre natürlich für Sehnen Elche ganz gut. Wie gesagt, so von euren Hinweisen her würde ich das mal so schätzen. Aber ich habe auch schon aus mehreren Quellen mitbekommen, Elche sollte man jetzt nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen. Entsprechend versuche ich es nicht eher mit einer netten Raubkatze. Kann ich ein bisschen anschießen. Wir haben ja eine Pistole und nur mit der Schrotflinte nochmal nachlegen. Das kriegen wir schon geregelt. Ich werde mir jetzt unterwegs aber natürlich nochmal versuchen, ein bisschen Holz mitzunehmen und auch Nägel, dass wir uns ein Fundament machen können. Da können wir nämlich mal ein bisschen es uns ein bisschen einfacher machen, wenn wir auf eine große Raubtierjagd gehen. War auch ein Hinweis aus den Kommentaren, hatte ich ursprünglich auch tatsächlich nochmal mitgedacht, weil als eine Jägerbase, als ich die einen oben auf dem Balkon erschossen habe, ich bin ja nicht mehr an die Sachen rangekommen. Da wollte ich ja Fundament hinsetzen. Hat nicht geklappt und deswegen hatte ich es seitdem immer dabei. Aber ich habe es mittlerweile ins Haus gesetzt. Also ans Haus, ins Haus, wie auch immer. Deswegen haben wir es jetzt immer über. Entsprechend hätte ich gerne wieder ein Reisefundament. So, aber dafür kann ich nebenbei schön Bretter durchlaufen haben. Aber ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen Hähnchen. Oh. Ja, komm. Bevor es vergammelt. Wir haben nur ein bisschen Defizit gehabt, da können wir uns das auch reingönnen. So, Heilkräuter. Auch eine relativ wichtige Sache. Yo, Leute! Gut. Ich gebe zu. Das hat mich jetzt überrascht. Halleluja. Okay. Eieiei. Da, okay.
Da fängt man mal gut gelaunt eine Folge an und dann passiert sowas, ne? Ah. Alter, zu dritt und alle bewaffnet. Na gut, ich habe mich jetzt aber auch gerade nicht in den letzten Tagen nicht sonderlich gut benommen, um Freundschaften zu knüpfen. Ja. Kiste. Also nur mal ankommen. Okay. Ich höre einen Wolf. Ich höre einen Wolf deutlicher. Ja. Ich wüsste gerade gerne, wie weit weg ich bin. Brauche mich auch nicht unbedingt nachzugucken. Nicht, dass es mich noch deprimiert. Alter, drei Stück gleich um die Ecke. Übel. Das ist ja... Oh, es tut mir leid hier, falls hier irgendjemand von euch professionelle Subsistence Gameplay sehen will. Da bin ich jetzt, glaube ich, mit meinem ersten Spieldurchlauf die falsche Adresse. Kann ich ganz klar sagen. Grundsätzlich habe ich auch immer noch das Gefühl, es könnte viel schlechter laufen als das, was es gerade tut. Weil es ist eigentlich alles halb so schlimm, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen falsch an. Vor allem so machtlos zu sein, wenn dann auf einmal drei Leute um die Ecke kommen und alle auf einen schießen. Naja. Gelaufen. Dann gehen wir mal die Ausdauer. Meine Sachen sind nämlich tatsächlich erstmal das Wichtigste überhaupt. Ja? Okay. Da vorne ist irgendwas, das könnte eine Kiste im Rasen sein. Auf jeden Fall sind da die Leute. Mist! Gut. Vorsichtiger. Das Gemüse nehme ich mal mit, also Seegras. Sehr nasses Gemüse. An den ganzen Leuten vorbei. Mit den Raubtieren. Sieht aber soweit schon mal gut aus. Da hinten ist immer noch die Kiste im Rasen. Ah, da hinten habe ich auch die Leute gesehen gehabt. Das heißt, das sollte ich auch vermeiden. Da oben ist auch das Feuer. Von denen. Gut. So, irgendjemand sagt eben doch gerade deine Base wird angegriffen, aber ich glaube, das hat sich erledigt durch mein Ablehnen. Oh. Hoffen wir, dass meine Sachen noch da sind. Das Gute ist, ich nehme ja extra nicht so viel Munition mit. Ich habe ja zu Hause irgendwie noch 40 Schuss von der Pistole rumliegen. So, Gewehr ist leer. Habe ich auch nichts zum Nachladen. Hier. Gut, ist alles echt nicht so gut gelaufen. Ich würde mich natürlich auch gerne an den Jägern jetzt rächen, aber ich glaube, das ist gar nicht so eine einfache Sache und auch gar keine so gute Idee. Das heißt, wir gehen weiter. Teile habe ich noch. Ich hatte ursprünglich 10. Oh, 7 nur noch. Wow. Also,
Die wissen schon, wo es weh tut. Er hat nicht auf mich geschossen. Wo ist er? Notfalls renne ich gleich wieder panisch weg. Das ist kein Problem. Das der ist, mit dem sich der Jäger gerade angelegt hat, müsste doch da auch noch der Loot von dem Jäger liegen, oder? Oder? Achso, erstmal Hände waschen hier. Ja, tatsächlich. Munition! Danke! Das ist doof gelaufen, ne? Zu zweit. Einen würde ich wahrscheinlich hinkriegen. Andere lasse ich mal sein. Ich glaube übrigens, dass mein Plan mit, ich mache mal einen Ausflug zu den Berg hin, hat sich auch irgendwie erledigt jetzt. Schon sehr spontan. Naja, egal. Dumm gelaufen. Mein Dietrich eigentlich noch? Ja, wow. Das ist schon ein bisschen Angst. So, ich sprinte mal nicht. Vielleicht hört er mich da nicht. Tatsächlich, hört mich nicht. Oh. Beeindruckend. So, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich gerade so still. Dass die drei da eben um die Ecke gekommen sind, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nee, Seile brauche ich auch noch. Also hier Tauwerk. Perfekt. Das heißt, ich kann mir gleich das Fundament machen, dann kann ich mich zumindest um irgendein Raubtier kümmern. Metallschrott. Sehr schön. Das passiert hier gerade wieder nicht viel. Das heißt, ich werde nochmal kurz ein bisschen Holz fällen. Das ist ein Level 1 Reh, was ich gerade aufgescheucht habe. Aber mit einem Reh will ich hier gerade auch nichts anfangen. Hier in der Ecke war übrigens auch, wo ich den letzten Tag fürs Holzfällen genutzt habe, weil hier wirklich sehr viele Bäume sehr nah beieinander sind. Das ist sehr geil. So, jetzt haben wir noch ein Fundament in der Schleife. Das wird dann unten automatisch auf Slot 7, glaube ich, auftauchen. Ach, bin ich quasi nach Hause gerannt, schon wieder fast. Zu meinem Alten.
Ich könnte mal schauen, ob ich irgendwo nochmal einen Huhn erwische. Ein paar Pfeile. Da könnte ich auch vielleicht nochmal ein paar Stöcker machen, sehe ich auch gerade. Oh. Für den Fall, dass wir jetzt einen Huhn finden. Achso, das ist keine Faser. Alter, das ist ein riesiger Busch. Ich wollte gerade einsammeln, weil ich dachte, das ist eine Faser. Mann! Hätte Tageszeit wäre eine coole Anzeige irgendwo. Ja, ich laufe ja schon. Ich habe seine Aufmerksamkeit. Okay. Ja. Finde ich ehrlich nicht so geil, aber ich höre ihn auch nicht mehr. Ich glaube, wir könnten es geschafft haben. Ja. Ein Shirt habe ich an, sehr gut. So. Ah. Blaue Erde, bzw. lila Erde. Ich glaube, ich brauche es aktuell nicht. Ja. Also Tiere gibt's hier genug. Ja. Ein paar Erze direkt nebeneinander, die nehmen wir mit. Regenerieren. Ah, mein Eiweiß geht doch schon wieder ordentlich runter hier. Ist okay. Huhn. Ich hab's gehört. Okay. Irgendwo ist hier ein Huhn auf jeden Fall in der Nähe. Ich hab ihn gackern hören. Oh, es wird dunkel, ich fass es nicht. Ich hab noch nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Geschweige denn überhaupt irgendwas erreicht. Ja, du frierst gleich, wetten. Ah, Wolf. Gehen wir mal Richtung nach Hause wieder zurück. Ah, das ist heute kein guter Tag. Wirklich nicht. Naja, egal. Nehmen wir jetzt ein bisschen Holz mit nach Hause. Na, Bär? Schön da bleiben.
Na, schöne Scheiße. Regen. Und kalt. Genau mein Ding. Oh, bist du nicht so ein Lebensbaum? Gibst du mir nicht so eine komische Larve jetzt? Und da steht auch noch eine Kiste. Oh ja, doch, doch. Das Spiel will sich doch wieder einschleimen. Ich sehe es kommen. Alles nehmen. Schön. Aha. Kalt, Regen, Blitz. Huhn? Ah, ich esse Friedrich. Okay, ich verzichte auf den Pfeil. Der ist ein bisschen zu weit geflogen. Der war beim Bären schon zum Kuscheln, der Pfeil. Upsi, war ich nicht. Höhle. Auch gut. Naja, eine Art Höhle. Kiste. Woll. Können wir direkt neue Pfeile machen. Wir wollen auch nach Hause. Es wird hier ungemütlich. Zwar sehr. Eieiei, die Stimmung ist aber echt übel. Meine Ausdauer regeneriert sich gerade super langsam. Das heißt, ich muss vorsichtiger werden. Wenn ich nämlich gleich von irgendwas gesehen werde, wird wegrennen. Kritisch. Oh mein Gott. Was für ein stressiger Tag. Und ich dachte, wir gehen einfach nur mal entspannt looten. Nehmen wir nochmal Holz mit für zu Hause. Oh. Ah, ich hab noch genug Life. Die Frieren ist gerade halb so schlimm. Oh. Oh, da liegt eine Kiste. Oh, da liegt noch eine Kiste. Vielleicht kriegen wir da jetzt richtig geilen Loot raus. Ich zweifle es an, aber man kann es ja mal hoffen. Deine Basis wird angegriffen. Jo, danke. Leute, ihr seid super. Gut, aus der Ferne würde ich sagen, meine Basis brennt. Das ist...
ja, ich sag's gerne, suboptimal. Scheiße. Ja, ist okay, ist okay. Also es steht auf jeden Fall noch. Ah, mein Ausdauer regeneriert sich gerade nicht, weil ich Hunger habe. Ist okay. Müssen wir mal gucken. Du hungerst? Ich gerade Schaden vom Hunger oder vom Frieren? Eine Heidelbeere. Das passt schon. Oh mein Gott. Oh, was für ein Tag. Und dabei haben wir so perfekt genährt gestartet. Motiviert mit Munition und dann... Naja, ihr wart dabei. Nicht so geil. Also, nicht, dass ihr dabei wart. Das klang jetzt vielleicht falsch. Ich sehe so gut auch gerade keine Jäger mehr. Schweine. Ich müsste meine Base vielleicht doch mal reparieren. Also ich sollte mir vielleicht gleich mal ein paar Bretter schnappen, Nägel mit dem Hammer mal reparieren, was sie angerichtet haben. Oh, oh, oh mein Gott. Sie sind noch da, sie sind noch da. Oh nein. Mignon. Muss das sein? Scheiße. Okay. Keine Ausdauer. Ja, lass das! Lass das bitte! Ah! Bis zum nächsten Mal. Das ist... Ne. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oh Mann.